Indoor-Angeln, also auf die Idee musst du auch echt erstmal irgendwie kommen, oder? Gucken wir mal rein, ey. So, Leute, also, das Zimmer hier möchtet ihr jetzt okay. Nicht sehen, das ist nämlich, nennen wir es mal einfach, das ist einfach mal... Ich dachte schon, die sind direkt irgendwie im Hotel, im Keller oder sowas. Ist klar, ey. Zerstört. Wir haben Bombeneinschlag, richtig. Bombeneinschlag, aber man muss dazu sagen, zu unserer Entschuldigung, wir sind aber auch schon einen halben Tag da. Genau, und außerdem wollten wir zwei Zimmer buchen, Victor wurde wieder betrogen auf Airbnb. Ja. Das hagelt eine schlechte Bewertung. Nicht so schlimm, teilen wir uns eins brüderlich. Ja, der Taxifahrer wartet seit einer Stunde unten. Wir sind in... Thailand. Garmisch-Partenkirchen. Du warst ja schon mal, ne? Ja, Indoor-Angeln so in Thailand, Alter. Jetzt geht's los. Malaysia. Ja. Ist ja ein Nachbarland hier. Ja, Malediven war das. Malediven? Wir haben einen guten Preis bekommen. Also wir haben jetzt eine Stunde Fahrt vor uns. Wir fahren nicht, machen nicht was ganz Krasses, Leute. Das ist so krass. Das werdet ihr gleich sehen. Hi. Hello. Hallo. Sorry for being late. Sorry. Das ist der Boss. Das ist der Boss, Leute. Und da geht's wieder los. Da ist er wieder, der Boss. Wow. Redfish. Ja, nice, man. Wir haben ihn doch letzte Woche gefangen, ne? Und Snook auch. Snook, ja, Snook, awesome. Alles klar. Very nice. Also er denkt sich einfach nur, diese weirden Germans, Alter. Was ist denn mit denen? Warum fummelt ihr jetzt an meinen Klamotten rum? Was ist denn mit denen? Erstmal schon mal mit der Cam ins Gesicht und dann auch noch an meinen Klamotten. Was habt ihr denn? Lasst mich doch einfach, und er kann ja nichts sagen. Er lächelt einfach nur beschämt. Lasst mich doch in Ruhe. Do you know fight? Fight Casimir. Yeah. My friend. Fight von Shimano. Guck mal, Leute, wusstet ihr, dass die Autos hier in Thailand auch ohne Lenkrad fahren? Für mich gibt das mal einen kleinen Beauty-Drink, damit ich wieder gut aussehe. Wie sieht die eigentlich aus? Ist das wirklich Beauty-Drink? Klar, Mann. Siehst du das? Da ist nur Goldstaub, Goldkörner drin. Hab ich jetzt von innen vergolden. Wow. Nee, Leute, das Lenkrad ist natürlich wieder hier auch auf der Fahrt. Ist auch der Hammer, ne? Gibt's bei verschiedensten Spirituosen ja auch, ne? Mit diesem Stardust. Wer will denn das trinken, Alter? Irgendwelche Glimmer- und Glitterpartikel. Vor allem, wie kommt das dann hinten raus, Alter? Glitzernd? So, Leute. Wir sind da. Ihr fragt Godspeed, Alter. Grüß dich. Moin. Oh, ein Tempel. Ein Schrein. Ein Elefant. Ein Telefant. Ja. Zwei Telefanten. Leute, also, was machen wir? Wir sind in Thailand und wir haben mehrere Sachen vor in Thailand, und zwar krasse Sachen. Wir wollen wilde Fischerei machen, auf jeden Fall. Genau. Aber okay, erster Part ist davon. Man fährt in so Bezahlteichen. Kennen wir ja aus Deutschland, Forellenangeln zum Beispiel. Hier läuft es ein bisschen anders. Hier gibt es ja mehrere Puffs in Thailand. Sagen wir es, wie es ist. Ja, viele, tausende. Also, viele Seen, wo viele Fische drin sind, die ich persönlich selber gerne auch mal fangen würde. Möchte, bin ich ehrlich. Ja. Und wir haben gedacht, okay, wenn wir schon mal in Thailand sind, Leute, dann machen wir was ganz Besonderes, nämlich den ultimativen Pufftest. Ja, das heißt, wir gehen hin, testen das. Als ob sich die PartnerInnen von denen das nicht eh schon gedacht haben. Hör mal, Jungs, viel Spaß in Thailand. Ja. Damit haben sie es amtlich, oder? Der ultimative Pufftest in Thailand. Verschiedene Kriterien, ist es cool, ist es nicht so cool. Wir sind jetzt gerade angekommen beim ersten Puff. Ja, also, willkommen bei den Pufftestern. Er meinte, Alter, jetzt geht's los, ey. Und jetzt guckt ihr erstmal an. Indoor, Alter, wie in so einem, als ob du in einem simplen, in einem riesen Aquarium. Als ob du in einem Aquarium angelst. Alter, Jahresvorrat Antibiotika. Aber kann doch nicht sein, oder? Wer hockt sich denn da hin? Fischtiefe locker 2 cm. Genau. Gut, aber ist ja egal. Das macht die Sache umso spannender, weil wenn wir sehen würden, wo wir hinschmeißen, dann wäre es ja auch zu einfach. Wir dürfen nicht so viel lachen. Ich glaube, die Leute nehmen das hier mega ernst. Echt? Ja. Ich nehme das auch mega ernst. Ich auch. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also, die nehmen das hier mega ernst. Also, ich möchte heute so ein Ding hier fangen, ja? Ohne so ein Ding gehe ich hier nicht drauf. Wir fangen beide eine. Na, ja? In Frühjahr. Seid gespannt. Wir werden gleich die Köder ausschmeißen und dann werdet ihr sehen, was wir hier rausholen. Krass, ey.
Wie in einem Einkaufszentrum, ja. Aber wirklich, ne? Als ob du, aber wirklich, ey. In so einer Mall und dann hast du in der Mitte so ein paar Springbrunnen und dann einfach mal angeln da. Wie krank wir Menschen wirklich sind, aber echt, ey. Wie so eine Zuchtstation, ja. Das Becken ist mit Sicherheit, das ist bestimmt randvoll mit irgendwelchen Viechern. Und einfach nur reinhalten. Falls ich jetzt noch nicht mitbekommen habe, wir angeln hier Garnelen. Sometimes the body can move, that means you come up a little bit. Okay. But then you feel you have something cool. Also die kommen mit ihren Scheren zum Futter. Genau. Ja. Und dann, wenn man die spürt, muss man die ganz langsam, also du halt mit ihrer Schere nicht. Guck mal, da die ganzen, da sind überall überall die Stühle. Die Hocke. Du stehst da nicht mal neben, du sitzt da quasi am Wasser, im Kreis ringsherum die Stühle und dann gib ihm. Nicht loslassen. Also man hakt nicht mit dem Mund, sondern mit der Schere. Jetzt wurde gerade die Fanfare angeschmissen. Das ist also aufregend. Das ist wie in so einem, wahrscheinlich, wenn hier so eine Knorren rauskommt, dann kommt hier so eine... Laola. Ja, wie beim Bingo, weißt du so. Biss? Ja. Ort. Losgelassen. Oh nein. Also man nimmt hier Hühnerherzen als Köder. Kleingeschnittene Hühnerherzen. Eigentlich wie am Zambesi, kennen wir ja in Afrika. Ja. Mega effektiv. Und es gibt von diesen Pools, also Puffs, hier über 300 Stück nur in Bangkok. Kannst du dir auch nicht ausdenken, oder? Das ist auch ein... Also das ist doch wirklich weird, oder? Nur in Bangkok, ja gut, ist natürlich auch riesig groß. 300 solche komischen Aquarien, wo du dann Garnelen angelst allen. Ist echt der Hammer, ne? Aber ich meine, trotz allem in Relation. Und wenn das halt so ein hohes Ansehen hat, sind natürlich trotz allem auch 300 solcher Becken in so einer großen Stadt vielleicht doch nie wieder nicht so viel. Und wenn das einfach so ein Happening ist, keine Ahnung, wie Billard spielen oder sowas. Halt mit Tieren. Guck mal die Route an, die heißt sogar Scampi. Das sind extra Routen dafür gemacht. Es gibt eine reine Scampi-Angelkultur, die nehmen das mega ernst. Also nicht lachen. Too much. Nee. Too much, okay. Ich habe zu sehr angehauen, sorry Leute, war zu doll mein Anschlag wieder mal, wie immer. Ich glaube, das ist wichtig. Schön entspannt. Eine Hand die Route, andere Hand Cuba Libre und dann schön entspannt ordentlich einen reinstellen und nebenbei vor Spaß so ein bisschen auf ein paar Scampen angeln, Alten. So. Okay, langsam kriege ich es raus, Leute. Alter, also der war richtig gespannt. Erst ein bisschen warten und schlucken lassen, wie beim Köderfisch angeln. Aber er drüben auf der anderen Seite hat gesagt, ich soll anhauen. Also so richtig einig sind die sich nicht mit der Strategie, Leute. Ist ja wie in R4, so richtig einig ist man sich halt nicht, ne? Ich warte jetzt. God save the Queen, 5 Minuten, also sag mal 5 Sekunden. Dann hau ich an, was das Zeug hält. Okay, jetzt wait. Und guck, jetzt habe ich so, yes. Ey, die kämpfen richtig wie richtige Fische. Ja, und wohin? Alter, Monster. Alter. Komm, voll die blauen Scheren, ey. Seifer? Guck mal, wie hübsch, wie niedlich. Oh. Oh. Das war doch ein Strafsee, aber echt Spinos, ey. Und dann Angel, eine Tonne, 1000 Kilo von den Dingern. Dann darfst du wieder raus. Der winkt. Peace. Jörg Festberry. Und guck mal, da der beißt dich gleich ein. Sieht man das? Ein bisschen ranzoomen und so hier. Kannst hier, ja? Der hat es richtig aufgefressen, das Ding. Und ich sag euch, Leute, der hat gekämpft wie ein richtiger Fisch.
schon Ding. Danke, danke. Alle haben sich gefreut. Alle geben uns auch Tipps und so. Das ist wirklich hier Volkssport. Volkssport RF4, Alter. Unnormal. Zwei Techniken, ich hab's schon durchschaut. Sit and wait, warten, bis der Shrimp kommt, oder suchen. Ne? Die beiden Techniken. Ich bin ja eher Ansitzangler von früher. Ich warte, bis er kommt. Wir haben so ein bisschen Flavor bekommen. So einen kleinen Dip, wo man die Hühnerleber eintunken kann. Sehr schön. Einfach ein bisschen Sojasauce, Alter. Oder mit den Stäbchen. Und dann die Hühnerleber eintunken kann. Und das macht es dann noch einfacher. Ich glaub, die alle. Jetzt gibt es Hühnerleber. Oder was ist das? Hühnerherz? Ja, Hühnerherz. Boah, ist ja ein richtiger Knüppel, hast du jetzt auch. Na logisch. Und dann kriegst du noch ein bisschen Dip extra. Ein bisschen Dip, genau. Ein bisschen Sojasauce. Genau. So, here we go. Ich glaube, die verstehen unseren Humor nicht so richtig. Kann das sein? Ich glaube, die verstehen überhaupt keinen Humor. Der Humor ist hier voll danach. Aber ich muss mal eine Sache noch bemerken, ja, ganz kurz. Ja, also ich meine, er hat eingefangen. Und ich auch ein. Und David auch fast eingefangen. Und wir hatten hier viel mehr Bisse. Also in der Überzeugungskraft sind wir besser, muss man sagen. Und jetzt wissen wir auch, wie wir die haken. Und ich sage dir, in einer halben Stunde hassen die uns. Da ziehen wir die nämlich alle ab hier. Da sagen wir, easy. Hau an. Nee. Das ist aber doch jetzt, das ist doch jetzt ein anderes Becken, oder? Das ist doch jetzt nicht das Becken. Nee. Das Wasser war ja nicht so klar. Das wäre ja wohl der Witz. Die nächste, ey, der zieht uns ab. Das ist das Becken. Der hat einfach reingefilmt, oder? Aber die halten auch das Schwierigkeitslevel immer gleich hoch. Die merken sich, zählen mit, wie viele gefangen werden. Ja. Und packen dann genauso viele wieder rein, dass es immer schwer bleibt. Dann kann es so einfach sein, ist ja klar. Not big. Small. Oh, ja. Yeah, same like this. Okay. Ah, das ist der Trick da. Ganz ehrlich, ihm glaube ich aber auch, weil er sozusagen die meisten gefangen hat bis jetzt. Sometimes. Okay, also benutzt es auch. Thank you. Alter, ohne Scheiß, ey. Das ist schon die nächste Mische, hundertprozentig. Alter. Und dann hockst du da gut angeduselt allen und dann ballerst du dir da schön die ollen Schrimpe raus. Wieder nicht. Er hat auch schon die Lampe an. 100%. So. Und mit diesem Bier hat es auch eine spezielle Bewandtnis. Jetzt hat er den Trick von Veit gemacht. Als ob die Krabbe so beißen würde, weißt du? Mit dem Bier hat es auch eine Bewandtnis. Okay, yes, jawohl! No problem. Und zwar habe ich den Fehler gemacht, mir ein Bier zu bestellen. Und immer wenn ich mich umdrehe, kurz weggucke, ist es wieder voll. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie schon 5 Gläser Bier hier gehabt. Ich glaube, ich müssen. Also fahren darf ich heute nicht mehr. Der Trick im Puff, Leute, sind die Getränke immer das teuerste. Merkt euch das. Da kennt sich jemand aus. Komm, lass die Bremse fleisch. Da ist er. Da ist er, Diggi. Was ein schönes. Prawning like a boss. Guckt sie euch an. Das sind sie. Was für. Und da vorne, also quasi am Gelenk von dem Vieh, ist ja quasi der Köder dran, ne? Der kleine Haken. Das ist aber auch komisch, Alter. Wer will denn also auf sowas... Schöne Tiere. Du wirst nachher schön warm haben in der Pfanne. Du willst die doch nicht essen. Du willst die doch nicht ernsthaft essen, Alter. Du kannst dir das doch nicht ausdenken. Du kannst doch nicht im Real Life da sitzen und dir wirklich überlegen, Alter, yummy, aus diesem Zuchtbecken, die Dinger, die fresse ich jetzt auch noch. Also das kannst du dir doch nicht, du kannst doch nicht live da sitzen, die Dinger rausziehen aus so einem Becken, wahrscheinlich riecht das da auch noch angenehm, und dann die Dinger da raus, und dann in die Pfanne hauen. Nach dem 5. Bier wahrscheinlich schon, ja. Das kann doch nicht sein. Genau, gib's ihm. Richtig. Gib ihm. Richtig ab ihm. Sie lässt nicht mehr. Oh
Alter. Los, guck mal. Und da kommt sie. Jawohl. Yes, Baby. Ich hab's wieder geschafft. Jawohl. Megi, Megi. Oh Gott. Aha, aha. Ausgetrickst. Nice one. Yes, Foto. So hält man die Idee. So, Leute, guckt sie euch an. Wunderschön. Blau. Grau, herrlich. Oh, guck mal, die hat doch so kleine Mini-Zangen. Oh, oh. Wunderschön. Ich guck's euch an. Ist das ein schönes Tier? Ja, das machen wir erstmal tot. Der Top-Predator. Ein absolutes Mega-Raubtier. Wir haben sie überlistet. Bei der nächsten mache ich jetzt Catch and Release, glaube ich. Heimlich, ja. Dann gucken sie richtig, du. Da gucken sie richtig. Wir wurden gerade abgelenkt wegen dem Essen. Wir wurden gerade nämlich gefragt, wie wir jetzt unsere Dinger zubereitet haben wollen. Ich krieg meine Chili, meine Krabbe scharf. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst davor. Jetzt gucken wir mal, was aus unseren kleinen Prawns hier passiert ist. Hallo, hallo, hallo. Alter. Wow. Wie schön es aussieht. Hm? Vor allem, wie sauber die Küche ist. Ja. Richtig steril, Mann. Ja. Guck das mal an. Hätte ich gar nicht gedacht. Wow. Ich finde es ja mal geil, dass man so direkt, weißt du, ist ja das Gute am Angeln, so frisch aus dem Wasser direkt raus. Aus der Ist doch nicht dein Ernst! Ist doch nicht dein Ernst! Ist doch nicht dein Ernst! Ist doch nicht dein Ernst, Alter! Ist doch nicht dein Ernst! Das ist das Schöne beim Angeln! Man so direkt, weißt du, ist ja das Gute am Angeln, so frisch aus dem Wasser direkt raus. Ist doch nicht dein Ernst, Alter! Frisch aus dem Wasser direkt raus und sofort in die Pfanne. Aus der Natur in den Magen. Aus der Natur auf den Teller. Instant. Genau. Das nenne ich mal wirklich ein Survival Catch and Cook. Voll. Okay. Thank you. Thank you. Für Victor bitte extra scharf. Ja, normal Touristenscharf, bitte. Oder, nee. Oder abgeht, ja. Ne? Oh Gott, hab ich eine Angst, ey. Jungs, keine Sorgen. Der Alk. Ist das Chili as well? Ja. Spicy? Yes. Very spicy. Er meinte, probier erstmal lieber, meinte, erstmal kein Chili ranmachen. Aus der Natur in den Magen. Sehr speziell. Chili, dipping, dipping. Sehr speziell. Die Antibiotika haben eine ganz besondere Würze hier. Die haben schon ordentlich Intus. Ah. Dipping. Chili? Yes. Very spicy? No, 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 not so spicy. Okay. Okay. Okay, Leute, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe mir das ja angeguckt bei David. Den Panzer einfach abmachen. Sind das die Augen gewesen hier vorne? Das hier? Im Zweifelsfall, nee. Ja. Okay, und was isst man jetzt? Nur den Schwanz hinten, oder? Alles. Alles? Alter, die Berliner Schrippe, wa? Nicht so scheiße, finde ich. Eigentlich? Nee. Wie Fisch oder so ein bisschen. Also normale Hummer habe ich schon gegessen. Die schmecken. Eigentlich schmeckt es geil, muss ich sagen. Ich glaube, Max und Joshi würden es lieben. Ohne Scheiß. Mhm. Top. Mega. Guck mal, die machen schon Fotos hinter uns. Die warten jetzt nur drauf, weil ich in wenigen Sekunden so schwitzen werde. Ich habe gehört. Wenn ein Tourist hier was Scharfes bestellt, kommt der Koch raus und guckt sich das an, weil das lieben die. Das ist für die das Schönste, zu sehen, wie die Leute leiden. Wie die leiden. Let's go. Ist aber auch echt ein anderes Schaf, ne? Also diese, die Intensität und die Menge von Chili. Vorzüglich. Und scharf. Ja. Wirklich? Ja. Sehr gut. Wow. Ohne Spaß. Also vielleicht ist es ja irgendein Chili, so ein hinterhältiges, das erst irgendwie 5 Minuten später kommt. Voll geil. Mm. Man könnte sagen, es war leicht pikant. So, Leute. Unser erster Trip ist vorbei. Genau, schön war's.
Wir haben gefangen wie die Ochsen, aber ich meine ganz ehrlich, im Prawning macht uns keiner was vor. Es war jetzt nicht so einfach wie gedacht, aber wir haben es geschafft und ich muss sagen, ich bin ganz zufrieden mit unserem Ergebnis. Ich denke auch. So, Bewertung. Wir haben gesagt, wir bewerten den Punkt. Ja, Ambiente geben wir von 10 möglichen Punkten 5. Eine 5. Warum? Ambiente Indoor eine 5. Dieses Angelgewässer kann quasi kaum noch übertroffen werden. 5 Punkte, richtig schick. Warum kann man machen. Ich würde sagen, es war relativ wenig Vegetation. Bisschen laut, die Musik vielleicht. Man hat nicht dieses Outdoor-Gefühl gehabt. Ach Quatsch. Alter, nee, einfach zu wild. Einfach zu wild, ey. Kann man sich, glaube ich, also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, so was. Nee. Abgefahren, ey.